Herzlich willkommen, ich bin der Markus von fotonomaden.com und ich stelle euch heute den Eklat Beach Rolli vor für Fotografen. Also es gibt den Eklat Beach Rolli auch im Normalen, aber es gibt ein paar ganz coole Sachen, die speziell für Fotografen sind. Zum Beispiel hier diese Multifunktionsleiste, wo wir dann unser Stativ oder unsere Stative befestigen. Einfach da so einhängen, das kann man von der Breite her verstellen, wenn man ein Badestativ hat. Dann den Gurt da so durchziehen und das Ganze festzurren. Man kann es da dann durchfahren und herumwickeln und somit ist es stabil und kann nicht runterfallen und passt. Es gibt dann genug Platz hier für zum Beispiel zwei Rucksäcke oder eigentlich nur mehr. Also ich zeige euch mal, was da alles drauf ist. Also wir haben da einen Rucksack, dann haben wir so ein praktisches Gepäcksnetz zum Befestigen. Das hat so Haken, mit dem man das da gut einhängen kann. Zeige ich das jetzt mal, wie das geht. Mache jetzt da, hänge es noch ein, bis es mal da stabilisiert. Und das kann ich je nach Ding dann runterspannen. Ich mache mal da den nächsten Haken, es hakt da ganz gut ein. Da mache ich auch noch an. Dann ist es mal oben unten befestigt, da mache ich das auch noch mal. Und dann kann ich es noch seitlich da befestigen. Schnappt auch schon ein. Da unten kann ich es auch noch mal hinhängen. An diesem Bügel. So. Dann gehe ich auf die andere Seite. Ziehen wir das dann noch ein bisschen um, damit es wirklich gespannt bleibt. Hänge das dann hier hier oben wieder ein. Und dann noch spanne ich mir das so um. Und hake es da unten ein. Ja. Und somit ist mein zeigt dann sicher verstaut. Ich kann es dann auch zum Beispiel nochmal da oben einhängen, wenn ich will. Und jetzt kann da eigentlich nichts mehr rausfallen. Und da ist noch der zweite Rucksack. Es gibt dann auch so Schnallgurte, also zum Befestigen, falls man dieses andere Zeug nicht braucht. Man kann da natürlich jeden herkömmlichen nehmen, aber auch den vom Eckler, der ist ganz praktisch, weil der hat da nämlich nur so einen Moosgummi drauf, wo das Ganze ein bisschen geschützt wird. Und ich schlinge das da einfach einmal herum. Fadel das da durch die Schnalle. Genau. Ich habe das jetzt dann eigentlich auch super verstaut. Ich muss mal schauen, da drüben hängt es beim Raffen, da muss ich drüber, genau. So, und habe das Ganze festgezurrt und somit gut verstaut. Und halt auch super. Und dann haben wir noch mit unserer Unterlegsmatte, wenn wir uns irgendwo am Boden hinschmeißen. Ja, das passt alles da drauf. Was haben wir dann hier noch, was speziell für Fotografen dann auch praktisch sein kann? Es gibt diese zusätzliche Klappvorrichtung da. Da wird der halt grundsätzlich nur länger, der Beach Rolli, und man kann mehr Rucksäcke drauf verstauen. Es gibt da noch etliches anderes Zubehör, aber so Radlhalterung und es gibt auch, glaube ich, noch einen eigenen Sitz auf der anderen Seite. Das Nette auch bei dem Beach Rolli ist, man kann sie dann da auch daher setzen und sie es gemütlich machen oder dann, wenn man fotografiert, auch dann so gemütlicher fotografieren. Und der Vorteil halt grundsätzlich ist, dass man nicht eigentlich dreckig wird beim Fotografieren und dass man einfach sein Zeug transportieren kann. Von dem her. Wir haben in Beach Rolli selbst das erste Mal eigentlich auf Helgoland gesehen. Da waren wir ein bisschen neidig. Da waren wir nämlich den ganzen Tag fotografieren mit den schweren Rucksäcken drauf am Rücken am Strand entlang, wo wir die Robben fotografiert haben. Und da haben wir jemanden gesehen, der so einen Beach Rolli gehabt hat und da einfach gemütlich sein Zeug gehabt hat und das einfach im, ja, nachtransportiert hat. Das Coole am Beach Rolli ist eigentlich auch noch, das sieht man da auf der Seite, das sind die Räder, das sind so Lufträder, gibt es aber auch in pannensicherer Variante ohne, also das sind dann Vollkunststoffreifen, die dann überhaupt nicht, kein Loch kriegen oder sowas. Und die kann man, ja, mit denen kann man einerseits das ganze Zeug gut transportieren und andererseits kann man die auch, wenn man den Beach Rolli transportieren will,
ganz leicht abmontieren. Also die kann man einfach so ausschieben und dann kann man das Ganze eigentlich kleiner zusammenfalten und das geht wirklich rackig zackig. Man muss anscheinend nur aufpassen, dass man diese Splinte da nicht verliert. Das Problem haben wir aber zum Glück noch nicht gehabt. Ja, was kann ich nur sagen zum Beachrolli? Es ist so, das geht auch ganz geschickt mit diesen Bändern bei dieser Multifunktionsleiste, dass man das abnimmt. Ich nehme das jetzt mal runter da, das Stativ. Gibt es am Boden einmal. Und das Coole ist, man kann ihn auch wirklich zum Transportieren ganz klar zusammenfalten. Ich kann das so, das runterklappen und wenn ich ihn ins Auto geben will, dann kann ich da links und rechts aufmachen. Hopp, ein bisschen aufschraufen, genau. Schnürstickel. Ja, und kann er zusammenklappen, kann man da eben noch die Raffen quasi grundsätzlich runternehmen und dann passt das Ganze schon. Besonders praktisch finden wir den Beachrolli eben, wenn wir jetzt mit Tiere fotografieren und wirklich in unseren Rucksäcken dann die langen Objektive drinnen haben und das ganze schwere Kameraausrüstung, weil dann ist einerseits beim Transport leichter und andererseits kann man sich dann, wenn man auf die Tiere wartet, auch da gemütlich einsetzen und ja, und das Ganze ein bisschen mehr genießen und muss nicht irgendwo auf der Erde umeinander kugeln. Der Beachrolli selbst ist jetzt nicht nur unbedingt für Fotografen geeignet, sondern wird auch sehr gern zum Beispiel für Leute, die ein Kajak haben, so ein aufblasbares Kajak, wo einfach der Kajaksack dann quasi draufkommt, verwendet. Und bei uns mit dieser Verlängerung, die wir da dabei haben, ist es so, da bringen wir einen Fotorucksack rauf und das Kajak. Also es geht dann beides auf, also man hat wirklich relativ viel Platz. Ja, und mehr zum Beachrolli, so Fotos und einen kleinen Testbericht findet ihr dann einfach mit dem Link unterhalb vom Video, kommt es dort hier auf unsere Seiten. Und falls ihr schon auf unserer Seite seid, dann gibt es quasi ober und unter diesem Video relativ viel Info zum Beachrolli. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen einen Einblick gegeben zum Thema Beachrolli, für was man den verwenden kann als Fotograf. Und ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Video.